Eine persönliche Frage hätte ich jetzt noch. Gladbach 15.30 Uhr und warst du vorher Spiel in Freiburg, die A-Jugend im Halbfinale, im Neff ohne Christian Streich. Im Grunde eigentlich unvorstellbar. Wo sind da die Gedanken? Herr Dörl, ich bin schon so lange weg jetzt von der A-Jugend. Das glaube ich nicht. Was jetzt passiert ist im letzten, ich weiß nicht, wie viel sind es, 6 Monate oder 7 Monate, ich bin, also von diesen, ich bin wahnsinnig weit weg. Weil ich so dermaßen beschäftigt bin mit dem, was hier passiert. Ich gehe zum Training am Freitagabend, wenn ich mal was Schönes tun will, weil ich dann die Jungs sehe. Auch, also was anderes als hier, einfach was anderes, das ist hier genauso schön. Aber ich bin so weit weg. Und ich weiß, da ist der Martin und der Ali und der neue Mittrainer und der Lars war da, ich weiß doch, und der Xaver Zembo ist da drüben und Uwe Steib und Stefanie von Mertens. Ich weiß doch, das geht doch so weiter. Aber schön wäre es doch, wenn, emotional schön wäre es doch sicher, wenn die Nachricht käme um die Mittagszeit, es hat geklappt. Ja, aber das ist schwer, weil der HSV ist Erster. Das wird eine schwere Aufgabe. So wie bei uns in Wolfsburg letztes Jahr. Das ist schwer. Aber ich kann nur sagen, wenn jemand guten Fußball sehen will, richtig guten Fußball und nicht, und ist ja dann nochmal, und nicht alles ist existenziell dann, da ist nicht ganz existenziell zum Glück, dann muss er ins Mösli gehen am Samstagmorgen. Weil er wird natürlich Jugendfußball auf höchster Ebene sehen und der deutsche Jugendfußball ist in der Zwischenzeit irgendwo angekommen, wo du sagen musst, da hast du natürlich 90 oder 120 Minuten höchstes Vergnügen. Also das ist irgendwie ein wahnsinnig toller Kinofilm oder so, ist natürlich auf keinen Fall besser. Weil das schafft er nicht, der Film. Ganz klar, keine Frage. Das musst du anschauen. Kannst leider nicht. Echt nicht? Mit dem Zug nach Gladbach. Ach so. Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Da geht's ähnlich. Aber ich schaue es auf Video an. Ja, ich freue mich total, dass, und da werden ja viele Leute kommen, das ist ja Mordswerbung. Da gehen sie halt mal am Samstagmorgen nicht einkaufen oder Kaffee trinken.